Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute geht es um mein Taschenmesser und zwar um eins von Victorinox. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Modell für die deutsche Bundespolizei bzw. damals Bundesgrenzschutz. Soweit ich weiß, wurden die halt dienstlich ausgegeben, diese Taschenmesser, eventuell heute auch noch, bin mir da nicht so ganz sicher, aber auf den Punkt gebracht, es ist wirklich ein cooles Teil. Schauen wir uns das Messer jetzt mal einmal rundherum an. Vorne haben wir den Bundesadler, olivgrüne Schalen, dann hier Pinzette und Zahnstocher, dann haben wir hinten den Schieber, hier Stechale, Phillips-Schraubendreher. Dann haben wir hier Besonderheit auf der Klinge einmal den Schriftzug Bund. Hier unten Klingenwurzel, Victorinox. Ja, dann haben wir hier einmal die üblichen Verdächtigen, einmal den Dosenöffner oben mit einem Schraubenzieher, dann hier den Flaschenöffner, oben auch Schraubenzieher, halt die üblichen Verdächtigen wie bei fast jedem Victorinox. Ganz nebenbei, das Messer ist in einer, ich sag mal, in einer zivilen Version das Trailmaster mit, ich glaube, schwarzen Griffschalen. Aber hier mal was anderes in der Bundespolizei Edition. Legen wir mal hierzu. Das ist ja die 111 mm Variante. Einmal das Picknicker hin. Ne? Einmal zivil, einmal nicht zivil. Dann hier das Soldatenmesser 08. Im Endeffekt hat es hier den gleichen Aufbau. Gut, hier ist eine One-Hand-Klinge mit dem Liner-Lock und hier dem Schieber. Aber im Endeffekt, vom Rest her sind es dieselben Werkzeuge. Ach, die Säge habe ich gar nicht gezeigt. Moment. Stimmt, Säge ist ja auch noch da. Ne? Bekanntlich von Victorinox übel scharf. Ja, das ist das Victorinox Bundespolizei. Nochmal ein gutes Saal. Ist irgendwie ein cooles Teil. So, habe ich nicht oft gesehen und ja, finde ich klasse. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.